Tadala, da sind wir wieder. Applaus, Applaus. Oder so. Kopfhörer, die brauche ich noch. Okay. Weiter geht's. Okay, wir gehen jetzt in unser Hotelzimmer. Und dort beginnt dann die letzte Quest oder so. Na, natürlich sollen wir uns nur nochmal ausruhen, bevor wir dann die Kultmitglieder des Feuers oder wie die heißen suchen. Ich habe alles, was ich brauche. Das stimmt eigentlich gar nicht. Das Siegel und das Wissen darüber, wie man in die Tiefen Kathguna hinabsteigen kann. Ich fürchte, es gibt kein Zurück mehr. Ja, ich hätte schon noch... Nee, aber eigentlich nicht. Wäre das ein anderes Spiel, wäre das Gameplay ein anderes, würde es mir mehr Spaß machen zu kämpfen, würde ich die Nebenquest noch machen. Aber so nicht. So nicht. Ist das Blut? Ist da überall Blut? Sind alle Leute geplatzt? Scheint. Cool. Kann er auch machen, dass ich fliege oder so? Ketchup. Ah, na schau, anscheinend sind wir nur ein bisschen wahnsinnig. Dann ist ja gut. Danach sollte ich zurück auf mein Zimmer in Devil's Reef Hotel gehen. Ja, ich versuch's ja, wenn ich da irgendwelche Visionen habe, die mich dazu zwingen, Schnaps zu trinken. Oder war da Blut in dem Glas? Ich war mir nicht sicher. Ich behalte sie im Auge. Na dann. Wäre dann soweit. Haben wir schon ein neues Outfit? Das ist neu. Das ist auch neu. Wo haben wir denn das her? Ach ja. Ich meine, das hätte mir schon auch gefallen. Aber da hätten wir die Feldstudie über die Wild Beasts machen müssen. Und die Quest will ich so gar nicht machen. Und das wäre natürlich super gewesen. Aber yay. Yay. Aber yay. Ich glaube, ich ziehe jetzt die Fischer. Undercover. So falle ich nämlich nicht auf. Jetzt weiß keiner mehr, dass wir der Neuankömmling sind. Ganz im Gegenteil. Jetzt sind wir der alteingesessene Fischer. Moment mal, war das gerade neu? Liegen da neue Bücher? Alles auf einen Blick. Die Ursache für den sich ausbreitenden Wahnsinn ist die Tochter des Schläfers, die in Kathguna eingesperrt ist. Einem schauerlichen Gefängnis unterhalb von Ogmonth. Nur Träger der Saat können Kathguna betreten und die Tore des Gefängnisses öffnen oder für einen weiteren Zyklus schließen. Der Monolith im Zentrum des Bezirks Advent ist der Eingang zum Gewölbe von dem Ort halt. Um ihn zu öffnen, muss ich das Siegel mit 3 steinernen Fingern Kauils vervollständigen, die aus 3 Monolithen in der Stadt herausgewachsen sind oder herauswachsen. Dabei handelt es sich um den zentralen Monolithen und 2 weitere Monolithen, deren Standort den Feueranbetern bekannt ist. Okay. Und dann habe ich noch mein Tagebuch. Die Ärzte in der Irrenanstalt von Boston versuchten mich zu heilen. Keine leichte Sache. Erst stellten sie Fragen, wie ich dachte, um meine Geschichte an die Behörden weiterzuleiten.
Dabei ging es ihnen nur darum herauszufinden, wie verrückt ich bin. Ich hatte Angst vor Wasser, also bedeckte ich mich vollständig... Nee, also bedeckten sie mich mit vollgesogenen Tüchern. Ich erzählte von der Finsternis und sie sperrten mich in dunkle Räume. Dann hätte ich gesagt, ich habe Angst vor Kätzchen und Pudding. Ich habe panische Angst vor niedlichen kleinen Kätzchen und so viel Pudding, wie ich essen kann. Mal schauen, was sie dann gemacht hätten. Da nichts half, kamen sie mit den Elektroden. Letzten Endes wurde ich nur dank eines Arztes nicht völlig verrückt. Er sagte mir, wer ich bin und wie ich denken soll. Und gab mir Medikamente. Ich gewöhnte mich an sie, ob es nun gut oder schlecht ist. Ja, und jetzt? Der Giftakademiker. Die Universität von Ogmont hat einen ihrer angestellten Lehrer verloren. Wie sich herausstellte, hat Dr. George Cavendish, Professor für Biochemie an der medizinischen Fakultät, mehrere Tote auf dem Gewissen. Ja, und wir haben ihn dann einfach ermordet. Ich kann mich erinnern. In den letzten Tagen vergiftete er mehrere Personen und sorgte damit in der akademischen Welt für große Bestürzung, während einige seiner Kollegen einräumten, dass ein leidenschaftlicher Mensch wie er zu allem fähig sei, beschrieben ihn andere als brillanten Wissenschaftler und redlichen Bürger. Jeder redliche Bürger hat mal 3-4 Leute vergiftet, oder? Also wirklich, das ist ja wohl... Das kann man doch wohl mal machen. Seine Ex-Frau Anna Liedl zeigt sich ob der Neuigkeiten sichtlich erleichtert. Endlich weiß die Welt, was für ein Mensch er wirklich ist. Ich bin froh, dass der gute Ruf des IUD wiederhergestellt ist. Lebenslänglich für Mörder. Das ist jetzt eigentlich schon cool. Da hängen jetzt scheinbar nochmal so Abschlussnotizen von allen Fällen, die wir gelöst haben, auf dem Weg hierher. Das ist ziemlich cool. Das gefällt mir wirklich gut. Das ist ein schönes Feature. Das sollten Spiele öfter machen. Nochmal so schön rekapitulieren. Der Mörder des berühmten Mystikers Johannes van der Berg wurde gefasst. Wie die Polizei meldete, stellte sich der Neuankömmling Glenn Byers freiwillig der Polizei und gestand die Tat. Für seine Verbrechen erhielt er eine lebenslange Haftstrafe. Interessanterweise wurde Byers von dem unbekannten Ogmonter Anwalt F. Scott vertreten, der auch die Familie Carpenter bei Rechtsfragen vertritt. Warum ist das so interessant? Wir werden Berufung einlegen, wobei ich alles in meiner Macht tun werde, um eine mildernde Urteilslösung zu erwirken, so Mr. Scott, der nicht sehr gut reden kann. Schließlich führten äußerst ungewöhnliche Umstände zu diesem Verbrechen. Ich habe noch mit ihm geredet, mit dem Carpenter-Oberhaupt, dem Neuen, den jungen Kerl, und habe ihm doch gesagt, er soll aufpassen, dass der irgendwie mild davonkommt, weil... der ist irgendwie netter Kerl, der nur versehentlich jemanden umgebracht hat oder so. Wissenschaftler tot aufgefunden. Ogmont hat eine weitere Geistesgröße verloren. Der bekannte Archäologe Joseph Hill, das war auch ich, wenn ich alles umbringe, wurde tot in seinem Arbeitszimmer im Bezirk Reed Heights aufgefunden. Wer ist für den Tod dieser renommierten wissenschaftlichen Person verantwortlich? Gut gerettet. Und was hat den Täter zu seiner Tat bewogen? Es scheint fast so, als würde ein Fluch auf der Elite der Universität von Ogmont lasten. Joseph Hill war nicht der einzige Wissenschaftler, der in letzter Zeit von uns gegangen ist und wird möglicherweise auch nicht der letzte sein. In den Herzen all jener... Also, er wird ziemlich sicher, solange ihr Wissenschaftler habt, werden die früher oder später sterben. Das sind auch nur Menschen. Also, er wird möglicherweise nicht der letzte sein. In den Herzen aller jener, die ihn gekannt und geschätzt haben. Wird er weiterleben und seine wissenschaftlichen Errungenschaften werden eine neue Generation ambitionierten Hustens inspirieren. Was haben wir noch? Professor Harriet Doe ist tot. Eine traurige Nachricht erschüttert unsere Stadt. Die beliebte Wissenschaftlerin Professor Harriet Doe ist tot. Ja, ich meine, die haben schon recht, ne? 3 in so kurzer Zeit, 3 Wissenschaftler von der Universität, das ist... verdächtig.
Ein Passant fand die Archäologieprofessorin an der Glamshaw Marina, wo sie vom Wasser angeschwemmt worden war. Der Oakmont Chronicle möchte all jene, die Harriet Doe kannten und schätzten, sein aufrichtiges Beileid aussprechen. Der Tod dieser außergewöhnlichen Wissenschaftlerin ist für Oakmont ein herber Verlust. Rätselhafter Vorfall in der Fischfabrik. Die Fischfabrik Blackwood Marsh war gestern Nacht der Schauplatz sonderbarer und zugleich tragischer Ereignisse. Anwohnern zu folgen, unmenschliche Schreie und laute Worte in einer unbekannten Sprache durch die angrenzenden Wohnblocks. Das war der Angriff der Aztekenpriesterin auf diese Innsmouther. Zeugen berichten zudem von Blitzen in einer widernatürlichen Farbe, die sie nur schwerlich beschreiben können. Ebernot Blackwood, der letzte in Oakmont verbleibende Angehörige der großen Familie der Blackwoods, wurde anschließend tot in der Fabrik aufgefunden. Die Todesursache konnte bisher nicht ermittelt werden. Mit seinem Tod verliert Oakmont einen wichtigen Stützpfeiler der Gesellschaft. Der Wahnsinn breitete sich aus. In den letzten Tagen erlebt Oakmont sonderbare Ausbrüche von Wahnsinn, die wie aus dem Nichts über die Menschen kamen. Dieser Wahnsinn scheint nicht willkürlich in die scheint sich willkürlich in der Stadt auszubreiten, wobei Zeugenberichten zufolge Wissenschaftler der Universität an den Orten des Geschehens gesehen wurden. Dr. Philip Grant und St. Mary's Krankenhaus vermutet als Ursache einen Parasitenbefall, der seiner Meinung nach irgendwo in der Nähe der Universität seinen Anfang nahm. Er rat die Bürger, bei ersten Anzeichen dieser Krankheit sofort das Krankenhaus für eine äußerst effektive Behandlung gegen Parasiten aufzusuchen. Und Brutus Carpenter zieht sich zurück. Brutus Carpenter, Oberhaupt der großen Familie Carpenter, kündigt an, die Familiengeschäfte aufgrund seines fortgeschrittenen Alters und schlechter Gesundheitszustand ruhen zu lassen. An seine Stelle tritt sein Sohn Graham, der in letzter Zeit mit seiner wohltätigen Arbeit in Erscheinung getreten ist. Am Dienstag beispielsweise gab er Lebensmittel und Medikamente an Bedürftige aus. Wenn die großen Familien nicht den armen Leuten unter die Arme greifen, wer dann? Den Armen unter die Arme greifen. So der neue Patriarch. Zur Feier des Tages wird Graham Carpenter der Erlöserkirche eine hohe Spende zukommen lassen. Ende gut, alles gut. Ich habe der Stadt zwar einen sehr sozialen und engagierten, mächtigen Patriarchen geschenkt, aber gleichzeitig ein Vampirmonster, das Leute nachts auf der Straße aussaugt. So ist das Gleichgewicht gewahrt. Alles gut. Ja, und jetzt gehe ich wieder raus, oder wie? Ich weiß jetzt gar nicht, wir sollen doch in unser Hotelzimmer gehen und schlafen, aber ich kann nicht schlafen. Wahrscheinlich ist er zu aufgeregt, ich weiß es nicht. Die Ursache für den sich ausbreitenden Wahnsinn, bla 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 bla, der Monolith im Zentrum. Keine Ahnung, soll ich jetzt mal zum Monolith im Zentrum gehen oder so? Ich glaube, das machen wir jetzt mal. Ich hoffe, ich erkenne den auf der Karte. Ist es das da? Ich glaube wohl eher nicht. Oder doch? Ist es das da? Ist es doch das? Aber da steht irgendein Gebäude. Da steht doch eigentlich kein Gebäude. Schauen wir mal. Cool bleiben. Ganz cool bleiben. Wir werden das schon hinkriegen. Schlösser und dünne Bretter können zerschossen oder zerschlagen werden. Ist das jetzt ein Tipp fürs Leben oder im Spiel? Selbst die schrecklichsten Monster sind an bestimmten Stellen verwundbar. Ja. So ist das. Ach so, ich kann schon wieder drücken, Mensch. Und wir sind... Falsch. Habe ich mir schon gedacht. Aber wo bitte dann ist dieses Zentrum mit dem Monolithen? Das sollte man eigentlich recht deutlich auf der Karte erkennen können.
Es könnte durchaus das da noch sein. Schauen wir uns das da mal an. Vielleicht ist es das Komische da. Ansonsten weiß ich es auch nicht. Dieses uralte Text hat sich verändert. Dieses uralte, fremdartige Artefakt wurde von Robert Doc Mortons Expedition aus den Tiefen des Meeres vor der Küste von Ockmont geborgen. Das Siegel wurde in längst vergangenen Zeiten für Rituale genutzt, als die Stadt noch nicht existierte. Es ist nicht vollständig. Und wir sind falsch. Das ist ein Jahrmarkt mit Riesenrad. Ich weiß wirklich nicht mehr. Ich weiß nicht. Wo soll denn das sein? Ich bin schon so oft dran vorbeigelaufen. Aber jetzt finde ich es nicht mehr. Warte mal, ich bin schon so oft dran vorbeigelaufen. Wo bin ich denn schon oft vorbeigelaufen? Bei Polizei und Zeitung. Reisen wir mal dahin. Aber wo soll es denn hier sein? Eigentlich müsste man den vom Weiten schon sehen können. Wenn ich nur nicht so orientierungslos durchs Leben gehen würde. Wissen ist Macht. Sammle Erfahrungspunkte. In Klammern EP. Falls du stirbst, wird dein letzter Spielstand geladen. Dein Charakter befindet sich dann... Das stimmt nicht mal. Das stimmt nicht mal. Wenn man stirbt, wird alles gespeichert. Jeder Gegner und jeder Patronenschuss, den man abgefeuert oder gelootet hat, wird bis zu dem Punkt, an dem er stirbt, gespeichert. Man wird nur an der nächstliegenden Telefonzelle respawned. Das Spiel lügt in seinen Tooltips. Warum lügst du, Spiel? Warum lügst du? Und warum sagst du mir nicht einfach, wo ich hin muss, Spiel? Jetzt mal ehrlich. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wo dieser Monolith ist. Und ich sehe ihn nicht auf der Karte, komischerweise. Was mich wirklich verwirrt. Alles, was so aussieht, als wäre es vielleicht der Monolith, ist irgendwie... Ist es nicht. Kann es nicht sein. Aber bei dem Monolith stehen keine Gebäude rum. Es müsste eine große, relativ leere Fläche sein. Okay, ich schau mal nochmal in die Fallmappe. Vielleicht steht da was. Der Monolith im Zentrum des Bezirks Edwent. Naja, das ist ja zum Beispiel schon mal eine gute Information, die hätte ich vielleicht lesen sollen. Der Bezirk Edwent. Also doch hier? Moment, war ich da nicht gerade vorher und habe gesagt, hier sind wir falsch? Bei der Bibliothek? Ich weiß nicht. Wir gehen dahin. Jetzt haben wir endlich unseren Friesenerz an. Jetzt sind wir auch für das Wetter der Stadt gewappnet. Zeit wurde es. So ein Nadelstreifenanzug ist wahrscheinlich nicht das ideale Wetter für Hochwasser. Das ideale Wetter? Was? Die ideale Kleidung für Hochwasser. Wenn es von oben und von unten regnet, dann ist das eher schlecht. So, jetzt aber. Ach, da ist er. Ich stand vorher hier und habe gesagt, oh, hier sind wir falsch, weil der Monolith vom Baum verdeckt war. Tja. So ist das manchmal. Und da steht tatsächlich eine Kirche davor. Dann kann ich mir doch schon vorstellen, wo ich hin muss. Aber wie komme ich da hoch? Schauen wir mal. Friesenerzkräfte aktiviert! Wusch! Wusch! Oh, schade, hier geht's nicht mehr. Es hat sich ausgewuscht. Ich hoffe, ich stecke hier nicht fest. Oh mein Gott, ich komme nicht an dem Baum vorbei. Bin ich jetzt gerade in der... Oh, Gott sei Dank. Er springt nochmal drüber. Danke. Danke, Friesenerz-Power. Ohne dich wäre ich jetzt wahrscheinlich gestrandet. Okay, ist das normal, dass hier alles brennt und so? Ist das... Scheinbar ist das okay. St. Michael's, nee, St. Michaelis Kirche. Ich habe keine Munition für die Tommy Gun. Das finde ich schade, weil die ist einfach echt gut. Wenn man nur mal Munition für das blöde Ding hätte. Aber gut, ich habe wenigstens für mein Repetier... Wow. Wow, hier sind verbrannte Leichen und ein Phönix an der Wand. Und die Kirche sieht genauso aus wie die andere Kirche. Ach, Entwickler. Wirklich jetzt? Habt ihr nur drei Gebäude eigentlich gebaut, zufällig?
Die Zeit ist gekommen, Brüder und Schwestern. Wir müssen uns läutern lassen, bevor wir der neuen Welt entgegentreten. All unser Kummer und all unsere Leidenschaft müssen wir auf dem Weg in ein neues, unbeflecktes Leben zurücklassen. Erscheint zur Läuterung in der St. Michaelis Kirche des brennenden Dornbusches. Okay, die haben irgendwie krasse Feuermagie oder so gemacht. Oder einfach nur eine Explosion oder so. Ja, ich weiß nicht genau. Es ist schon irgendwie ein bisschen crazy. Andererseits liegen hier überall einfach Benzinkanister und so. Das sieht gar nicht so übernatürlich aus. Der Kanister wurde nicht richtig verschlossen und es befindet sich noch etwas Benzin darin. Er scheint erst vor kurzem geöffnet worden zu sein. Na dann. Hey, Anton, danke schön fürs Followen. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo und willkommen. Aha, Moment, what? Hast du mich vielleicht erschreckt? Du mich auch. Bist du auch zu spät zur Läuterung gekommen? Oh, ja. Das Outfit ist toll. Ich habe gar nicht gesehen, dass der da auch so ein Hemd und so ein Polunder unter seinem Friesenerz hat. Das ist doch super. Und Brandstiftung ist tatsächlich nichts Magisches. Ich meine, theoretisch kann die Quelle von Brandstiftung ja magisch sein, aber dann braucht man kein Benzin, oder? Wenn man magische Feuerkräfte hat, dann braucht man eher weniger Benzin, wahrscheinlich. Außer, Moment, es gibt doch diesen einen X-Man, also der ist bei den Bösen, bei Magneto, der kann Feuer kontrollieren, aber nicht erschaffen. Pyro oder so. Der hat immer einen Flammenwerfer dabei, weil wenn er nicht mit seinem Flammenwerfer Feuer schießt, kann er quasi nichts machen. Vielleicht war das so jemand. Möglich. Okay. Mein Name ist Charles Reed. Und Sie sind? Meryl. Aber rede mich einfach mit Schwester an. Wir sind doch schließlich alle eine Familie, nicht wahr? Ja, aber ich rede meine leibliche Schwester auch nicht mit Schwester an. Wer macht sowas? Ist Ihnen an diesem Monolithen eine Stelle aufgefallen, aus der ein Stein herauswächst? Ich habe nämlich nichts dergleichen gesehen. Ah, ich weiß, was du meinst, Bruder. Die Stelle befindet sich unten am Monolithen, hier im Untergeschoss. Was ist hier passiert? Die Läuterung. Der Zyklus ist abgeschlossen und schon bald beginnt er von vorn. Daher müssen wir uns durch das Feuer läutern lassen. Warten Sie. Wollen Sie damit sagen, dass Sie sich das selbst angetan haben? Erfüllt von Freude, Bruder. Freude. So lange haben wir diesen Augenblick herbeigesehnt. Und schon bald wird der Zyklus von vorn beginnen. Innerlich rein werden wir in der neuen Welt wiedergeboren werden. Lass dein altes Leben hinter dir, Bruder. Wage mit uns den Neuanfang. Neuanfang? Wie können Sie sich da so sicher sein? Was, wenn es einfach nur Selbstmord ist? Sollte der Zyklus nicht von vorn beginnen, wären wir dennoch gesegnet, denn dann bliebe uns die große Katastrophe erspart. Angels haben uns diese Schrecken in unseren Träumen gezeigt. Dies würde geschehen, wenn die Saat Erfolg hat und die Tochter ihre Freiheit erlangt. Wer würde das schon erleben wollen? Sie sind eine Feueranbeterin, nicht wahr? Wissen Sie, mit welchen Monolithen sich der Zugang unter die Stadt öffnen lässt? So willst du meinen Plan, dass wir vorgeben, das auch einer zu sein. Aber gut. Ich bin die Saat. Vielleicht kann ich was mit der Information anfangen und hilft uns. Carter, nicht schon wieder. Ich dachte, wir hätten das geklärt. Weil ich dorthin muss. Ich bin die Saat. Du bist die Saat? Kawil segne dich. Die Saat. Pater Nicholas wusste, dass du zu uns kommen würdest. Wir hielten nach dir in unseren Träumen Ausschau. Ja, in euren Träumen war ich halt nicht. Ich war in der Stadt unterwegs und hab Geisterhexen getötet. Sucht halt dann in der Stadt nach mir, nicht in den Träumen, Trottel. Was meinen Sie damit? Angels haben uns im Schlaf Dinge zugeflüstert. Wir mussten uns das alles merken und dann niederschreiben, damit du eines Tages finden mögest, wonach du suchst. Okay. Bedeutet das, dass Sie wissen, mit welchen Monolithen sich der Zugang öffnen lässt? Ich? Nein. Ich habe lediglich einen Bruchteil in meinen Träumen gesehen. Aber Pater Nicholas hat alles wie ein Puzzle zusammengefügt. Er hat seine Aufzeichnungen unten versteckt, damit nur du sie findest, Bruder. Nimm den Schlüssel für die Räume unten. Ich glaube, Pater Nicholas hat ihn auf dem Altar gelassen.
Haben Sie ernsthaft vor, sich zu verbrennen? Ich will den Akt der Läuterung vollziehen. Ja. Denken Sie bitte noch einmal darüber nach. Sie werden vor Schmerzen schreien, während die Flammen Ihren Körper aufzehren. Ein langsamer und schrecklicher Tod. Ich... Nun ja, vielleicht sollte ich noch einmal darüber nachdenken. In irgendeiner Serie, in irgendeiner Kriminalserie, hat mal so ein Brandstiftexperte, also nur die Figur von, das war kein echter Brandstiftungsexperte, aber die Figur meinte, dass Verbrennen gar nicht so schlimm ist, wie man immer meint, weil die Haut und die Nerven ganz schnell verbrennen. Es tut relativ kurz furchtbar weh, aber dann spürt man nichts mehr. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber die Serie behauptet's. Wer weiß. Immer diese Sektenspinner. Ja, die ganze Stadt besteht nur aus Sektenspinner. Der gelbe König, das Feuer, die Feuerteufel hier. Und da hatten wir noch irgendwie den Kult der Tiefe oder wie die hießen. Und noch ganz viele andere. Das Buch der heiligen Flamme. Der Herr hat seinen Thron im Himmel erreicht. Bei den Flammenzungen und Feuergruben. All jene, die innerlich rein sind, werden zu seinen Füßen ihre letzte Ruhe finden. Ihre Seelen werden frohlocken und auf ewig mit den Engels singen. Die Sünder hingegen werden in der Hölle schmoren, im Höhm des hinabgesunkenen Teufels, wo silberne Kopfsteinpflaster die kalten Straßen säumen. Das klingt gar nicht so schlecht. Und im Weg ebnen zum ewigen Leid. Na, das klingt schon schlecht. Ewiges Leid ist so semi-optimal. Wahrscheinlich gewöhnt man sich dran. Man gewöhnt sich an alles. Ich kann nichts mehr tragen. Das ist Heilung. Dann heilen wir uns ein bisschen und nehmen uns die kostenlose Heilung hier mit. Blup. So. Ist einer der schlimmsten Tode Kopf in die Flammen halten und einatmen. Habe ich mal in einer Doku gehört. Wer das getestet hat, möchte ich gern wissen. Möchte ich nicht wissen. Ja, mich würde schon interessieren. Hat das jemand gemacht? Und hat er gesagt, ja, das ist ziemlich unangenehm. Und dann ist er gestorben. Oder wie stellt man das sonst fest? Ein Zettel an der Tür. Warnung, Brüder und Schwestern, seid auf der Hut. Der Zyklus neigt sich dem Ende zu und es kommt immer wieder vor, dass Wildbeester in ihren Räumlichkeiten auftauchen, in unseren. Solltet ihr vorhaben, das Zetetikraum, was? Den Zetetikraum aufzusuchen, lasst äußerste Vorsicht walten und tragt Waffen bei euch. Na wunderbar, aber ich habe auch mit nichts anderes... Traumreisen. Gerechnet. Da hat sich jemand intensiv mit der Materie beschäftigt. Luzides Träumen. Ich habe das mal eine Zeit lang trainiert und hat wirklich funktioniert. Ich konnte wirklich einigermaßen gut luzid träumen, also wachträumen, also meine Träume beeinflussen. Noch nicht perfekt, aber ich konnte sie beeinflussen eben. Noch nicht, ne, hundertprozentig, aber immerhin. Das ist ziemlich cool. Sollte ich vielleicht mal wieder anfangen, aber man muss da ziemlich lange, ziemlich konsequent sein, damit es irgendwie mal wirklich funktioniert. Und selbst wenn es dann funktioniert, ist es immer problematisch, weil sobald, also gerade am Anfang, sobald die Mechanismen, die man sich im wachen Zustand beibringt, im Traum funktionieren und einem im Traum bewusst wird, dass man träumt, was der erste wichtige Schritt ist, wenn man luzid träumen will, wacht man in der Regel auf. Das ist dann echt schwer. Dann, der nächste Schritt quasi, ist dann, dass man es schafft, nicht aufzuwachen. Und das ist gar nicht so leicht. Holy Potato! Nein, was bist denn du da noch für einer? Geh weg. Au, er knabbert an mir. Knusper, knabber, Knäuschen. Ich bring mich bitte nicht um hier. Aua. Aber es ist faszinierend. Was wirklich das Faszinierendste ist, dass es wirklich
menschenübergreifend Regeln gibt in Träumen, die bei allen gleich sind. Es gibt einfach feststehende Regeln in Träumen, die irgendwie in unserem Unterbewusstsein scheinbar verankert sind. Und aufgrund dieser festen Regeln kann man überhaupt sich selber im Traum daran erinnern, dass man träumt. Zum Beispiel kann man im Traum in der Regel keine Uhren lesen, egal ob digital oder welche mit Zeigern. Die zeigen meistens Kauderwelsch an oder haben keine Zeiger oder zu viel Zeiger. Und dann trainiert man quasi einfach nur im wachen Zustand, dass man ständig bewusst auf die Uhr guckt und schaut, ob alles in Ordnung ist. Und eben so diese kleinen Mechaniken zum Überprüfen, ob man wach ist, ob alles in Ordnung ist, werden dann so zu Automatismen, dass man davon träumt, das zu machen. Und dann stellt man im Traum Fehler fest. Und so funktioniert das, der erste Schritt des Luzidträumens. Faszinierend, oder? Ich finde das echt cool eigentlich. Lichtschalter sind auch so typisch, dass Lichtschalter im Traum nicht funktionieren. Oder dass man ein bisschen zu hoch springen kann oder die Physik beim Fallen nicht funktioniert. Das sind lauter so Sachen, die kann man unterm Tag einfach immer wieder mal so nebenbei kontrollieren. Und dann macht man es irgendwann mal im Schlaf, wenn man träumt, und dann merkt man, dass man träumt. Finde ich cool. Hätte nicht gedacht, dass das Game so viel Spielzeit bietet. Das stimmt. Macht es wirklich. Vor allem, ich habe jetzt nicht mal ansatzweise die ganzen Nebenquests gemacht. Und zumindest die mit der Hexe war eigentlich ganz interessant. Also da wäre auf jeden Fall wirklich noch mehr. Ein Mensch wird, schätze, jener finden, die keine Menschen mehr sind. Der erste große Stein wird seinen Schatten auf den Hym werfen. Hym haben wir vorher schon gelesen, das ist die Hölle bei denen, oder? Drei Leben werden bei den Stahlrössern im Schatten des zweiten großen Steins ihren Anfang nehmen. Das Wasser wird... Kater, ich sehe nichts mehr. Das Wasser wird ihr erstes vergossenes Blut hinfortspülen. Das sind irgendwelche Rätsel. Ein Schatten auf den Hym werfen. Ach, was weiß ich. Werden wir schon rausfinden. Ein Schlafmittel. Ein ziemlich starkes.